Cheers. Ja. Oh ja, Mr. Holmes, ich erinnere mich noch sehr gut an diese alte Geschichte. Wie dieser Kerl geschaut hat, als wir ihn verhaftet haben. Ja, und erst Ihre Kollegen von Scotland Yard, Inspektor. Genau, Doktor, das werde ich wohl nie vergessen. Einfach unglaublich, wie Sie das damals wieder gemacht haben, Mr. Holmes. Man tut, was man kann. Aber nun, mein lieber Inspektor Lestrade, ist es wohl an der Zeit, dass Sie endlich auspacken. Wie bitte? Ich bitte Sie, Inspektor. Es ist bei unseren letzten gemeinsamen Abenden nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass Sie mir nicht von einem ungewöhnlichen Fall erzählt hätten, in dem Sie einfach nicht weiterkommen. Also packen Sie schon aus. Mr. Holmes, Sie sind wirklich unglaublich. Es gibt in der Tat momentan einen etwas ungewöhnlichen Fall, der mich beschäftigt. Habe ich's nicht gesagt? Erzählen Sie. Aber machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen, Mr. Holmes. Es ist wirklich nichts Besonderes. Eigentlich ist es so unbedeutend, dass ich Sie gar nicht damit belästigen wollte. Keine falsche Bescheidenheit, Inspektor. Dieser Fall ist ziemlich kurios, wissen Sie? Und wahrscheinlich fällt das Ganze auch eher in Dr. Watsons Fachgebiet. In mein Fachgebiet, Inspektor? Also ich bin sicher, dass wir es in diesem Fall mit einem äußerst kranken Menschen zu tun haben. Vielleicht sollten Sie uns erst einmal sagen, worum es in diesem Fall überhaupt geht, bevor Sie uns Ihre Spekulationen über den Täter mitteilen. Natürlich, Mr. Holmes, Sie haben vollkommen recht. Also in dieser Stadt treibt in den letzten Tagen jemand sein Unwesen, der offensichtlich von einem unglaublichen Hass auf Kaiser Napoleon erfüllt ist. Nanu. Auf jeden Fall scheint er jede Büste von Napoleon, die ihm unter die Augen kommt, zerstören zu wollen. 3 Büsten hat er bereits zerschmetternd. Ein Wahnsinniger, wenn Sie mich fragen. Tja, wie es aussieht, fällt dieser Fall wirklich eher in Ihr Ressort, Watson. Wie schade, Lestrade. Ich hatte mich schon so darauf gefreut, Ihnen wieder mal behilflich zu sein. Es tut mir leid, Mr. Holmes. Vielleicht beim nächsten Mal. Heute habe ich leider nur diesen wahnsinnigen Einbrecher zu bieten. Einbrecher? Ja, der Kerl ist in mehrere Häuser eingebrochen, um die Napoleon-Statuen zu zerstören. Darum müssen wir uns ja mit ihm befassen. Einen Groll gegen Napoleon zu hegen, ist das Recht jeden freien Bürgers. Aber wenn dabei Einbrüche begangen werden und das Eigentum anderer zerstört wird, ist der Napoleon-Hass eine Sache für die Kriminalpolizei. Das verändert natürlich die Sachlage ganz entschieden. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir mehr von diesen Einbrüchen zu erzählen? Wenn Sie es wünschen, Mr. Holmes. Also, vom ersten Fall haben wir vor 4 Tagen erfahren. Ein gewisser Mr. Morse hat in der Kennington Road einen Laden für Gemälde und Statuen. Als er den Ladenraum für einen Moment verlassen hatte, um im Hinterzimmer etwas zu suchen, hörte er plötzlich ein Krachen. Er lief wieder nach vorne und sah, dass jemand eine Napoleon-Büste zerbrochen hatte, die mit mehreren anderen Kunstgegenständen auf dem Ladentisch gestanden hatte. Hat er den Täter gesehen? Nein, weder im Laden noch auf der Straße war nach der Aussage von Mr. Morse jemand zu sehen. Und da er den Täter nicht gesehen hatte und die Gipsbüste auch nur ein paar Schilling wert war, wollten wir die Sache eigentlich schon einstellen. Aber dann geschah vorgestern Nacht etwas Merkwürdiges. Nur wenige 100 Yards von Mr. Morse Geschäft hat ein bekannter Arzt, Dr. Barnico, seinen Wohnsitz und seine Praxis. Sie werden sicherlich von ihm gehört haben, Dr. Watson. In der Tat, ein äußerst tüchtiger Kollege, ja. Das kann man wohl sagen, denn Dr. Barnico besitzt noch eine weitere Praxis in der Lower Brixton Road, 2 Meilen von der Kennington Road entfernt. Dieser Dr. Barnico ist ein glühender Napoleon-Verehrer. Sein ganzes Haus ist voll von Büchern und Bildern und ich weiß nicht, was für Reliquien von Napoleon. Und vor kurzer Zeit hat er im Laden von Mr. Morse 2 Gipsduplikate einer Napoleon-Büste gekauft. Eine davon stellte er in seinem Wohnhaus in der Kennington Road auf, die andere in der Praxis in der Lower Brixton Road. Und stellen Sie sich vor, vorgestern Nacht ist in beide Häuser eingebrochen worden. Übrigens sehr professionell, wie ich betonen möchte. Und es wurde nichts gestohlen oder beschädigt. Außer den billigen Gipsbüsten. Hat der Täter sie mitgenommen? Nein, das ist es ja eben. Mhm. Er hat sie nur in einen Haufen Scherben verwandelt. In der Tat, ein kurioser Fall. Nicht wahr? Sie wissen nicht zufällig, ob es sich bei den Büsten in Dr. Barnicots Besitz um Duplikate der Büste gehandelt hat, die im Laden von Mr. Morse zerstört wurde?
Doch, das weiß ich. Alle drei waren gleich. Gipskopien von einer angeblich berühmten Büste von einem wohl noch berühmteren französischen Bildhauer, wie Mr. Morse mir erzählte. Aber der Name dieses Bildhauers ist mir momentan leider entfallen. Entschuldigen Sie, Mr. Holmes, Sie wissen ja, ich hab's nicht so mit der Kunst. Oh ja, leider. Ich weiß, ich weiß. Und Dr. Watson, was sagen Sie als Arzt zu so einem Verhalten? Nun ja, ich bin zwar kein Experte für Geisteskrankheiten, aber für mich sieht es so aus, als würde Ihr Täter an dem leiden, was die Psychologen heutzutage eine fixe Idee nennen. Vielleicht hat er viel über Napoleon gelesen oder seinen Eltern oder Großeltern ist unter der Herrschaft Napoleons irgendein furchtbares Leid zugefügt worden. Meine Herren, es freut mich, dass Sie sich über die Geisteskrankheit dieses Menschen einig sind. Aber erscheint es Ihnen nicht merkwürdig, dass der Täter, der Ihrer Meinung nach an einer fixen Napoleon-Idee leidet, im Haus des Napoleon-Verehrers Dr. Barnicot nichts weiter zerstört hat als genau diese Büste, obwohl es laut Ihrer Aussage, Inspektor, voll ist mit Büchern und Bildern des großen Kaisers? Soweit ich weiß, gibt es verschiedene Ausprägungen der Monomanie, Holmes. Vielleicht hat er nur das Bedürfnis, Büsten von Napoleon zu zerstören und keine Bilder, aus welchem Grund auch immer. Das ist doch jetzt völlig unwichtig. Nichts ist unwichtig, Watson. Ich wünschte, Sie würden das endlich beherzigen. Bedenken Sie, wie viele Fälle ich allein deshalb zu lösen vermochte, weil ich Kleinigkeiten berücksichtigt habe, die Ihnen unwichtig erschienen. Naja, und ich weise nur auf die fürchterliche Geschichte der Familie Abernethy hin, auf die ich nur aufmerksam wurde, weil ich darauf achtete, wie tief die Petersilie an einem heißen Tag in die Butter eingesunken war. Nicht wahr? Ja, ja, ich danke für die Belehrung. Und ebenso gibt es in diesem Fall hier nichts, was man vorschnell für unwichtig erachten sollte. Ich finde es zum Beispiel höchst bemerkenswert, Watson, dass Ihr Geisteskranker in seiner wahnsinnigen Zerstörungswut ausgerechnet mit drei gleichen Duplikaten anfängt. Das kam mir auch merkwürdig vor, Mr. Holmes. Aber andererseits, vielleicht waren es einfach zufällig die ersten drei Napoleon-Büsten, die er hier in London gesehen hat. Mein lieber Herr Inspektor, Sie wissen, dass mein Glaube an den Zufall äußerst eingeschränkt ist. Und wenn man in diesem Fall ferner bedenkt, dass alle drei Büsten zufällig aus dem gleichen Geschäft stammten, scheint mir das Wort Zufall hier wirklich gänzlich fehl am Platze zu sein. Na gut, Holmes. Sagen Sie uns doch, wie Sie sich das Ganze erklären. Oh, das versuche ich gar nicht erst. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Es erscheint mir jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich in dem exzentrischen Vorgehen dieses Gentlemans eine gewisse Methodik erkennen lässt, die man keinesfalls außer Acht lassen sollte. Natürlich muss man jetzt sehr genau beobachten, wie sich der Fall weiterentwickelt. Und ich hoffe, dass Sie mich in dieser Sache auf dem Laufenden halten. Verehrter Herr Inspektor. Ich werde Sie über alle neuen Entwicklungen umgehend informieren, Mr. Holmes. Danke, Inspektor. Darf ich Ihnen vielleicht noch etwas zu trinken anbieten? Oh ja, vielen Dank. Und jetzt, Mr. Holmes, sind Sie dran mit dem Erzählen. Ich habe ja Außergewöhnliches von Ihrem letzten Fall gehört. Da ging es um irgendwelche Orangenkerne. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Leider eine etwas unglückliche Angelegenheit, aber wenn Sie es wünschen, werde ich natürlich gerne davon erzählen. Ich bitte darum, Mr. Holmes. Es war nichts Ungewöhnliches, dass Inspektor Lestrade von Scotland Yard einen geselligen Abend bei uns verbrachte. Holmes war schon des Häufigeren von Lestrade bei der Lösung eines delikaten Falles hinzugezogen worden und so plauderten wir gewöhnlich über gemeinsame vergangene Fälle, über Holmes neueste Heldentaten und natürlich auch über die Neuigkeiten bei Scotland Yard. Holmes schätzte es zwar, durch Lestrade auf dem Laufenden gehalten zu werden über die Arbeit des Yard, empfand aber zugleich nicht sonderlich große Hochachtung vor den detektivischen Fähigkeiten des Inspektors. Aber nun gut, Holmes, kaum zu befriedigende Ansprüche in dieser Hinsicht dürften inzwischen wohl hinlänglich bekannt sein. Wenn Lestrade zu uns kam, war es mittlerweile zu einer Tradition geworden, dass er einen Fall mitbrachte, in dem er selbst nicht weiterkam und von dem er ahnte, dass Holmes sich dafür interessieren würde. Ein vermeintlich Wahnsinniger, der billige Napoleon-Büsten ermordete, ja, das war schon etwas für meinen Freund Sherlock Holmes. Allerdings stellten sich die neuesten Entwicklungen in diesem Fall sehr viel schneller und unendlich tragischer ein, als selbst er es sich wohl vorgestellt hätte. Oh.
Watson? Watson! Hey, sind Sie schon wach? Holmes, was ist denn los? Wie spät ist es denn in Gottes Namen? 6 Uhr morgens. Warum wecken Sie mich denn? Ich habe ein Telegramm von Inspektor Lestrade erhalten. Doch um diese Zeit, Holmes. Ich scheine wohl der Einzige aus unserer Runde zu sein, der nach einem langen Abend seinen Schlaf braucht. Na, was schreibt er denn? Lieber Watson, nun wachen Sie mal auf. Hören Sie zu. Kommen Sie sofort. 131 Pitt Street, Kensington. Lestrade. Was denn? Das ist alles? Das ist alles. Was gibt es denn so Dringendes in der Pitt Street? Ich habe keine Ahnung, mein lieber Watson. Bei Inspektor Lestrade ist alles möglich. Ich vermute allerdings, dass es sich um eine Fortsetzung der Geschichte mit den Napoleon-Büsten handelt. Aber um es herauszufinden, müssen wir hinfahren. Ach. Also los, Watson! Machen Sie sich fertig! Auf dem Tisch steht Tee. Ach, na, wenigstens Tee. Und vor der Tür wartet eine Droschke auf uns. Ja doch, ja. Ich komme ja schon. Ja, du liebe Güte, was ist denn hier los? Mit Sicherheit ein Kapitalverbrechen. Ach, woher wollen Sie denn das jetzt schon wissen, Holmes? Ich bitte Sie, Watson. Ein Mord ist doch heutzutage kaum interessant genug, einen Londoner Botenjungen aufzuhalten. Ah, Mr. Holmes. Dr. Watson, kommen Sie rein. Was gibt es denn Wichtiges, dass Sie uns zu dieser Stunde aus dem Bett reißen, Inspektor? Glauben Sie mir, Doktor, ich hätte auch lieber noch die eine oder andere Stunde Schlaf gehabt. Aber wenn die Pflicht ruft, naja, und da hier wieder eine Napoleon-Büste mitspielt, dachte ich, ich informiere Sie gleich. Sie beide schienen gestern Abend recht interessiert an dieser Sache. Hätte das dann nicht ein paar Stunden warten können? Hätte es, Doktor, wenn die Angelegenheit nicht eine so ernste Wendung genommen hätte. Wohin hat es sich denn gewendet, verehrter Inspektor? Zu Mord, Mr. Holmes. Mein Gott. Meine Herren, ich darf vorstellen, Mr. Horace Harker, der Hauseigentümer. Mr. Harker, das sind Mr. Sherlock Holmes und Dr. Watson. Mr. Holmes? Ach, sehr angenehm. Ich habe schon viel von Ihnen gehört und natürlich auch einiges über Sie schreiben dürfen. Ich bin nämlich Journalist, wissen Sie? Entschuldigen Sie bitte den Morgenmantel, aber bei dieser ganzen Aufregung bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, mich anzuziehen. Das ist nur zu verständlich, Mr. Harker. Ja, ist der Fall denn so kompliziert, dass Sie jetzt schon Mr. Holmes hinzuziehen müssen, Inspektor? Keineswegs, Mr. Harker. Seien Sie gewiss, dass wir von Scotland Yard diesen Fall problemlos allein aufklären können. Mr. Holmes ist aus ganz anderen Gründen anwesend. Aha. Und aus welchen? Gründe, die sich Ihnen als kriminalistischem Laien nicht ohne weiteres erschließen werden, Mr. Harker. Verzeihen Sie, vielleicht wären Sie jetzt so freundlich, den Gentleman zu erzählen, was sich heute Nacht hier ereignet hat. Ja, natürlich, also... Entschuldigen Sie bitte, irgendwie fehlen mir die Worte für das alles. Es ist doch wirklich merkwürdig. Da schreibe ich als Journalist jahrelang über solche Dinge und... Wenn es in meinem eigenen Haus passiert, bekomme ich keine 2 Wörter zusammen. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Versuchen Sie es einfach mit dem Anfang, Mr. Harker. Das hat sich in solchen Situationen schon oft bewährt. Holmes. Sie haben recht, Mr. Holmes. Ich sollte mich mehr zusammenreißen. Also, der Anfang. Ich saß heute Nacht wie immer oben in meinem Arbeitszimmer und habe geschrieben. Das bringt mein Beruf nun mal so mit sich. Auf einmal glaubte ich, unten Geräusche zu hören. Ich hörte auf zu schreiben und lauschte. Aber es geschah nichts weiter. Also fing ich wieder an zu arbeiten. Bis mir ungefähr 5 Minuten später ein fürchterlicher Schrei fast das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich rannte sofort hinunter und entdeckte, dass jemand bei der Hintertür eingebrochen war und dass die Napoleon-Büste vom Kaminsims fehlte. Dann hörte ich, wie draußen etwas zu Boden fiel und zerbrach. Und als ich dem Dieb hinterherlief, stolperte ich im Garten plötzlich über die blutige Leiche eines Mannes. Ja, und dann muss ich wohl ohnmächtig geworden sein. Denn das Nächste, woran ich mich erinnere... ist das Gesicht eines Polizisten, der mich aufweckte. Mein Gott,
Mir wird jetzt noch ganz anders, wenn ich daran denke. Wir vermuten, dass es sich bei dem Toten um den Kerl mit den Napoleon-Büsten handelt, Holmes. Wahrscheinlich ist er von einem anderen Einbrecher überrascht worden und es kam zum Streit zwischen Dieben. Was für ein Kerl mit was für Büsten? Später, Mr. Harker. Sagen Sie, Mr. Harker, können Sie mir sagen, wann und wo Sie Ihre Napoleon-Büste erworben haben? Die Büste? Bei Harding Brothers in der High Street. Vor, warten Sie, das muss ungefähr vor 4 Monaten gewesen sein. Ist denn das so wichtig? Wollen Sie nicht lieber den Tatort sehen, Mr. Holmes? Natürlich. Kommen Sie, Mr. Harker, ich helfe Ihnen. Sie sind ja noch ganz bleich im Gesicht. Danke, Doktor. Es ist gleich hier, Holmes. Aha. Aha, ja. Ein Messerstich in den Hals, vermute ich. Sie vermuten richtig, Holmes. Wie fürchterlich, dieses ganze Blut. Sie sollten sich setzen, Mr. Harker. Bitte. Es geht schon. Danke. Wissen Sie schon, wer der Ermordete ist, Inspektor? Nein, leider nicht. Er hatte keinerlei Ausweispapiere bei sich. Aber wie Sie sehen, wirkt er eher südländisch mit seinen schwarzen Haaren und der sonnenverbrannten Haut. Dazu die ärmliche Kleidung, wahrscheinlich ein Ausländer. Beeindruckend, verehrter Inspektor. Ihre Fähigkeiten zur Schlussfolgerung entwickeln sich. Gibt's sonst noch Hinweise? Das Einzige, was wir in seinen Taschen gefunden haben, ist ein Apfel und diese Fotografie. Und natürlich das Tatmesser, das in seinem Hals steckte. Wären Sie so freundlich, mir die Fotografie zu geben? Hier, wir haben keine Ahnung, was er damit wollte. Zeigen Sie mal, Holmes. Ja, na, der Kerl auf der Fotografie ist ja nicht gerade eine Schönheit. Sieht ja aus wie ein halber Affe. Wie Sie wissen, unterstellt uns eine gewisse moderne Theorie allen einen hohen Verwandtschaftsgrad mit diesen Tieren, Watson. Ja, ja. Auf jeden Fall ist es interessant, dass sowohl der Ermordete als auch der Mann auf der Fotografie südländische Gesichtszüge aufweisen und ärmlich gekleidet sind. Was dafür spricht, dass sie dem gleichen gesellschaftlichen Milieu zuzuordnen sind. Aber sagen Sie, Inspektor, was mich viel mehr interessiert... Was ist denn aus der Napoleon-Büste geworden? Das interessiert Sie mehr als dieser Tote? In der Tat. Wie Sie wollen. Die Büste liegt ein paar Yards entfernt zur Straße hin. Ein Scherbenhaufen, wie die anderen auch. Ich zeige es Ihnen. Glauben Sie denn wirklich, dass diese Büste etwas mit dem Toten zu tun hat, Mr. Holmes? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist doch nur eine ganz billige Gipskopie. Es sind schon Menschen wegen viel weniger getötet worden, Mr. Harker. Abgesehen davon ist es völlig unzweifelhaft, dass Ihre Gipsbüste in dieser Angelegenheit eine zentrale Rolle spielt. Immerhin wurden in den letzten Tagen bereits 3 weitere Napoleon-Büsten zerstört. Es sollte mich schon sehr wundern, wenn es da keinen Zusammenhang zu Ihrem Napoleon gibt, Mr. Harker. Ach, das ist ja interessant. Und haben Sie schon einen Verdacht? Nun, Inspektor Lestrade und ich sind uns einig, dass es sich wohl um einen Wahnsinnigen handelt, der von einer fixen Idee, einem, wie soll ich sagen, wie auch immer begründeten Napoleon-Hass getrieben wird. Ach, wir sind uns einig. Ein Wahnsinniger? Darüber müssen Sie die Presse doch informieren, Inspektor Lestrade. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, davon zu erfahren. Hier ist Ihre Büste, Mr. Holmes. Interessant. Was ist interessant? Nun, zunächst einmal, dass wir davon ausgehen dürfen, dass es sich bei dem Ermordeten nicht um den Napoleon-Hasser handelt. Es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn er die Büste erst stiehlt, sie dann hierher trägt, um sie zu zerschmettern und schließlich wieder zurück in den Garten geht, um sich ermorden zu lassen. Woher wollen Sie wissen, dass ihm die Büste nicht von seinem Mörder abgenommen wurde? Und als er merkte, dass sie nichts wert war, hat er sie einfach fallen lassen. Das ist zwar möglich, Inspektor, aber sehr unwahrscheinlich. Selbst der einfachste Dieb ist heutzutage in der Lage, eine billige Gipskopie von einem auch nur ansatzweise wertvollen Kunstwerk zu unterscheiden. Ich bezweifle, dass er die Büste überhaupt angerührt hätte. Aber selbst wenn, er hätte sie wohl kaum auf den Boden geworfen und so riskiert, dass er durch den Lärm entdeckt wird, nachdem er gerade einen Mord begangen hat. Im Gegensatz dazu gehört es zum üblichen Vorgehen unseres Napoleon-Hassers, dass er die Büsten zerschmettert. Nein, verehrter Inspektor, unser Mann ist noch am Leben. Und ich bin mir sicher, dass er nicht nur für das zu frühe Ableben einiger Gipsbüsten, sondern auch
für den Tod dieses Mannes verantwortlich ist. Ja. Und warum hat er die Büste erst hier auf den Boden geworfen? Eine sehr gute Frage, Watson. Die Antwort lautet, weil er sie hier im Licht der Straßenlaterne sehen konnte. Sie meinen, er will Napoleon in die Augen sehen, ehe er ihn zerschmettert? Ein wenig drastisch formuliert vielleicht, aber so könnte man es sehen. Eine unglaubliche Geschichte. Also, Sie entschuldigen mich, meine Herren. Ich glaube, meine Fähigkeiten zum Schreiben kommen zurück. Ich muss mich sofort dran setzen und die Geschichte in die Redaktion bringen. Fantastisch, Mr. Holmes. In wenigen Stunden sitzt uns die gesamte Presse von London im Nacken und behindert uns bei der Arbeit. Ich weiß, was ich tue, Inspektor. Sehr schön. Und was tun wir jetzt? Nun, wie würden Sie an die Auflösung dieses Verbrechens herangehen? Ich werde erstmal versuchen herauszufinden, wer der Tote ist. Wer weiß, vielleicht kriegt man auf diese Weise auch etwas über seinen Mörder heraus. Das ist das übliche Vorgehen bei Scotland Yard, Mr. Holmes. Das wissen Sie doch. Schön, Inspektor, tun Sie das. Ich werde währenddessen mit Dr. Watson nach einem anderen Weg suchen, diesen Fall zu klären. Und in nicht allzu ferner Zukunft können wir dann ja unsere Ergebnisse austauschen. Gestatten Sie, dass wir die Fotografie, die der Ermordete bei sich hatte, zunächst behalten? Von mir aus? Dann verlassen wir Sie jetzt, Inspektor. Einen schönen Tag noch. Und, Inspektor, vielleicht wären Sie so freundlich, Mr. Harker noch einmal in seinem Glauben zu bestärken, dass wir es hier mit einem Wahnsinnigen zu tun haben. Vertrauen Sie mir, Inspektor. Wie Sie meinen. Kommen Sie, Watson. Wohin gehen wir denn, Holmes? Wenn Sie sich endlich dazu durchringen würden, Ihren Verstand zu benutzen, wüssten Sie es, Watson. Danke. Danke für Ihr Kompliment, Holmes. Sehr freundlich. Obwohl mein Freund Sherlock Holmes ein durchaus höflicher Mensch war, muss doch erwähnt werden, dass seine Höflichkeit endete, wenn er das Gefühl hatte, dass die geistigen Kräfte seines Gegenübers nicht vollständig zum Einsatz gebracht wurden. Wie selbstverständlich forderte er von seinen Mitmenschen intellektuelle Leistungen ein, die einen normalen Verstand einfach überfordern mussten. Nun, wenigstens überforderten sie meinen Verstand. Ich hatte mich diesbezüglich schon häufig bei ihm beschwert, ohne allerdings die geringste Besserung feststellen zu können. Nach einem erneuten Hinweis auf die Unzulänglichkeit meiner Geisteskräfte angesichts seines Genies konnte ich Holmes in diesem Fall glücklicherweise dazu bewegen, mich hinsichtlich unseres weiteren Vorgehens aufzuklären. Während Lestrade sich auf die Suche nach Informationen über den Ermordeten machte, um so den Mörder zu fangen, hielt Holmes es für angebracht, etwas über die Napoleon-Büsten herauszufinden, um den Mörder aufzuspüren. Also machten wir uns auf den Weg zum Geschäft von Mr. Morse, wo Dr. Barnicot seine beiden Büsten erstanden hatte und ihm selbst ein Exemplar im Laden zerstört worden war. Guten Tag, meine Herren. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mr. Morse, vermute ich. Ich selbst. Sie vermuten richtig. Das ist mein Beruf, Mr. Morse. Ich bin Sherlock Holmes. Ach. Inspektor Lestrade von Scotland Yard hat mich und meinen Kollegen Dr. Watson... Guten Tag. Guten Tag. ...mich und meinen Kollegen Dr. Watson beauftragt, in der Angelegenheit der zerstörten Napoleon-Büsten zu ermitteln. Eine Schande, nicht wahr, Sir? Dass die Menschen heutzutage aber auch so gar keinen Respekt mehr vor der Kunst haben. Dabei waren es so gelungene Duplikate. Von der berühmten Napoleon-Büste des französischen Bildhauers Devin. Wissen Sie, Dr. Barnicot hatte so eine Freude an den Kopien. Was muss das nur für ein Mensch sein, der so etwas macht? Genau das versuchen wir herauszufinden, Mr. Morse. Vielleicht können Sie uns dabei helfen. Natürlich, Mr. Holmes. Aber ich wüsste nicht, wie. Ich habe schon den Herrn von Scotland Yard gesagt, dass ich nichts gesehen habe und... Unsere Ermittlungsmethoden unterscheiden sich ein wenig von denen der Polizei, Mr. Morse. Vielleicht wären Sie so freundlich, mir ein paar Fragen zu beantworten. Natürlich. Watson, das Foto bitte. Bitte sehr, Holmes. Danke. Mr. Morse, kennen Sie diesen Mann? Aber sicher, das ist Beppo. Beppo? Geht es etwas genauer, Mr. Morse? Entschuldigen Sie bitte. Beppo hat für ein paar Wochen bei mir im Laden ausgeholfen, ein italienischer Hilfsarbeiter. Er hatte ein gutes Händchen, konnte sogar Rahmen vergolden. Leider nicht besonders zuverlässig. Er kam ständig zu spät zur Arbeit und vor einer Woche ist er dann ganz fortgeblieben. Sie glauben doch nicht etwa, dass Beppo
das mit den Napoleon-Büsten war. Was missfällt Ihnen so sehr an diesem Gedanken? Ich weiß nicht. Beppo war zwar ein ungehobelter Kerl, aber mit den Kunstwerken hier im Laden ist er, ja, wie soll ich mich ausdrücken, schon fast zärtlich umgegangen. Also, nein, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Außerdem ist Beppo schon verschwunden, 2 Tage bevor meine Büste hier im Laden zerstört wurde. Nein, Mr. Holmes, das glaube ich nicht. Hat dieser Beppo auch einen Nachnamen? Bestimmt, aber er wollte ihn mir nicht sagen. Naja, und da ich gerade dringend eine Hilfe im Laden brauchte, habe ich mich halt darauf eingelassen. Sagen Sie, Mr. Moss, besitzen Sie noch mehr von diesen Napoleon-Büsten? Nein, leider nicht. Ich hatte 3 Stück. Die beiden, die ich an Dr. Barnicot verkauft habe und die in meinem Laden zerstört wurde. Darf ich Sie fragen, woher Sie diese Büsten bezogen haben? Naja, ich lege zwar nicht so gerne meine Händler offen, aber weil Sie es sind, Mr. Holmes, ich habe sie vor einiger Zeit bei Gelder und Co. in der Church Street gekauft. Ich kenne kaum einen Steinmetzbetrieb, der so gute Arbeiten liefert wie Gelder und Co., meine Herren. Und ich achte sehr auf die Qualität meiner Ware. Natürlich, Mr. Moss. Ich danke Ihnen für Ihre Auskünfte. Sie waren sehr hilfreich. Informieren Sie mich, wenn Sie den Kerl haben, Mr. Holmes. Selbstverständlich. Guten Tag, Mr. Moss. Guten Tag, die Herren. Kommen Sie, Watson. Wo gehen wir denn jetzt hin? Watson. Zu Gelder und Co. natürlich. Hallo, Droschke. Mein Gott, ist das laut hier! Mr. Gelder? Ja? Mr. Gelder, ich muss Sie dringend sprechen. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich ermittle im Auftrag von Scotland Yard. Kommen Sie in mein Büro! Ach, das ist besser. Meine Güte, wie halten Sie diesen Lärm hier nur aus? Alles eine Frage der Gewöhnung, Mister. Dr. Watson. Nun, meine Herren, was kann ich für Sie tun? Mr. Gelder. Sie haben vor einiger Zeit 3 Gipsbüsten an den Kunsthändler Mr. Morse in der Kennington Road geliefert. Erinnern Sie sich daran? Von diesem Napoleon haben wir 100 von Kopien angefertigt, Mr. Holmes. Ah ja, das habe ich vermutet. Aber gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob sich diese 3 Büsten in irgendeiner Weise von den anderen 100 unterscheiden, die Sie im Laufe der Zeit produziert haben? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie Sie sich davon unterscheiden sollten, aber ich könnte einen Blick in die Produktionsbücher werfen, wenn es Sie interessiert. Wenn Sie so freundlich wären. Mr. Morse, sagten Sie? Ja, Kennington Road. Also, die 3 Büsten, ja, von denen Sie sprachen, wurden am 3. Juni des vergangenen Jahres an Mr. Morse verkauft. Und sie stammten aus einer Serie von 6 Büsten, die am 19. Mai des vergangenen Jahres gefertigt wurden. Ist es Ihnen wohl möglich herauszufinden, an wen Sie die anderen 3 Büsten aus dieser Serie geliefert haben? Natürlich. Wozu, sagten Sie nochmal, brauchen Sie diese Informationen, Mr. Holmes? Für eine Untersuchung im Auftrag von Scotland Yard. Es geht um Mord, Mr. Gelder. Und Sie können uns mit Ihren Informationen vielleicht helfen, einen weiteren Mord zu verhindern. Gute Güte. Also gut. Lassen Sie uns sehen. Übrigens wusste ich gar nicht, dass Steinmetze auch Gipsbüsten anfertigen. Tja, die Zeiten ändern sich. Es gibt heute kaum noch Leute, die eine ordentliche Steinmetzarbeit zu würdigen wissen. Stattdessen lieber ein paar billige Gipsstatuen, die man nach ein paar Jahren wegwirft, wenn sie nicht mehr der Mode entsprechen. Darauf muss man als Geschäftsmann reagieren, wenn man nicht untergehen will, Dr. Watson. Ah, hier ist es. Die anderen 3 Gipsbüsten sind an Harding Brothers in Kensington gegangen, auch im letzten Sommer. Vielen Dank, Mr. Gerber. Sagen Sie, benötigt man eigentlich eine langwierige Ausbildung, um bei Ihnen diese Gipsstatuen anzufertigen? Nein, das ist ganz einfach. Das machen bei uns sogar die ausländischen Hilfsarbeiter. Man muss nur den flüssigen Gips in die Gussform füllen, dann lässt man ihn antrocknen, holt ihn aus der Form und lässt ihn noch ein paar Tage lang aushärten. Die Meisterarbeit macht der Gips von selbst. Mr. Gelder, eine Frage habe ich noch. Und dann werden wir Sie nicht weiter belästigen. Watson, geben Sie mir bitte die Fotografie. Hier, Holmes. Kennen Sie diesen Mann, Mr. Gelder?
Ah, dieser Schurke, das hätte ich mir ja gleich denken können. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Dieses Geschäft ist ein anständiges Geschäft, Mr. Holmes. In den ganzen Jahren ist bisher nur ein einziges Mal die Polizei hier gewesen. Und das war wegen diesem Kerl hier, Beppo. Seinen Nachnamen habe ich nie erfahren. Ein Italiener. Die haben ihn hier wegen irgendeiner Messerstecherei oder etwas in der Art verhaftet. Ist gleich für ein paar Monate ins Gefängnis gekommen. Ein unangenehmer Kerl, faul und unpünktlich. Obwohl ich zugeben muss, dass er eine gewisse Begabung mitgebracht hat. Nur hat er leider nichts daraus gemacht. Ich schließe daraus, dass dieser Beppo bei Ihnen gearbeitet hat. Wenn Sie das Arbeiten nennen wollen. Er war für ein paar Wochen hier als Hilfsarbeiter. Wann genau war das? Im letzten Jahr. Warten Sie, wenn ich ins Lohnbuch schaue, kann ich es Ihnen genauer sagen. Ja, am 20. Mai des letzten Jahres hat er seinen letzten Lohn bekommen. Das war der Tag, an dem er verhaftet wurde. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ihm das Geld gegeben habe, als die Polizisten ihn abführten. Ich habe ihm gesagt, dass er sich hier nie wieder blicken lassen soll. Vielen Dank, Mr. Gelder. Sie haben uns sehr geholfen. Ich hoffe, der Kerl schafft es nicht, jetzt zum zweiten Mal ein schlechtes Licht auf diesen Betrieb hier zu werfen, Mr. Holmes. Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Gelder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Glauben Sie, dass dieser Beppo unser Mann ist, Holmes? Ich glaube vor allem, dass das hier nicht der richtige Ort ist, um sich darüber zu unterhalten, Watson. Ich denke, wir sollten einen kleinen Spaziergang machen. Gib mir eine Zeitung, mein Junge. Bitte sehr, Sir. Hier, behalt den Rest. Oh, danke, Sir. Extrablatt! Extrablatt! Blutiger Mord in Kensington! Lesen Sie alles über den wahnsinnigen Napoleon... Wie es aussieht, hat Mr. Harker seinen Bericht abgeliefert, Watson. Hören Sie sich das an. Inspektor Lestrade von Scotland Yard und der berühmte Detektiv Mr. Sherlock Holmes sind sich einig. Diese groteske Serie von Zwischenfällen mit Napoleon-Büsten, die in einem solch tragischen Verbrechen gipfelte, kann nur ein Wahnsinniger ausgeführt haben. Ein überlegtes Vorgehen des Täters wird ausgeschlossen. Nun ja, ein hübscher Sensationsbericht. Sie hätten Mr. Harkers Fantasie nicht auch noch zusätzlich anregen sollen, Holmes. Die Presse, mein lieber Watson, ist eine sehr wertvolle Institution, wenn man es versteht, mit ihr umzugehen. Jetzt wiegt sich unser Täter nämlich in Sicherheit. Sie schulden mir noch eine Antwort, Holmes. Oh, das ist wirklich unverzeihlich von mir, Watson. Sie wissen, wie ungern ich Schulden mache. Nun sagen Sie schon. Glauben Sie, dass dieser Beppo unser Mann ist, Holmes? Ich bin davon überzeugt. Er war bei Gelder & Co. genau zu dem Zeitpunkt beschäftigt, als die 6 Napoleon-Büsten hergestellt wurden. Wahrscheinlich hat er sie sogar angefertigt. Denn wie wir erfahren haben, werden mit der Herstellung der Gipsbüsten dort ja sogar die ausländischen Hilfsarbeiter betraut. Außerdem wissen wir, dass er wegen einer Messerstecherei für mehrere Monate im Gefängnis war. Und mehrere Monate nach der Herstellung der Büsten beginnt plötzlich jemand mit deren Zerstörung. Und kurz vor der Zerstörung der ersten Büste arbeitet Beppo für ein paar Wochen im Geschäft von Mr. Morse und verschwindet dann wieder spurlos. Das alles müsste schon ein sehr großer Zufall sein. Und Sie wissen ja, Watson, ich halte nicht sehr viel von Zufällen. Aber was hat dieser Kerl davon, die Napoleon-Büsten zu zerstören? Ja, da gibt es verschiedene denkbare Motive. Denken Sie nur daran, dass sowohl Mr. Morse als auch Mr. Gelder ausdrücklich Beppos Talent im Umgang mit Kunstwerken gelobt haben. Mr. Morse sprach sogar von einer, fast zärtlichen Beziehung, wenn Sie sich erinnern wollen. Nun ja, ich empfinde es nicht als sonderlich zärtlichen Umgang mit einer Büste, wenn man sie zerschlägt.
Schon oft hat sich Liebe in Hass verkehrt, Watson. Das kennen Sie doch. Vielleicht haben wir es auch mit der sensiblen Seele eines verkannten Künstlers zu tun, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die unechte Kunst zu zerstören, die er bei Mr. Garda anfertigen musste. Holmes, den nehme ich auf den Arm. Dieser Beppo sieht nach allem aus, aber nicht nach einem sensiblen Künstler. Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Ich meine gar nichts, Watson. Allenfalls, dass wir noch weitere Recherchen anstellen müssen, ehe wir die Wahrheit enthüllen können. Aha. Und wo sollen wir recherchieren? Nun, da wir bereits dem Hersteller der Büsten, Mr. Garda, einen Besuch abgestattet haben und ebenso dem Händler, der die ersten drei Büsten der Serie von ihm gekauft hat, Mr. Morse, fehlt uns jetzt noch wer? Der Händler, der die anderen drei Büsten gekauft hat. Weiter nach rechts. Sehr gut, Watson. Langsam wird es etwas mit Ihnen. Verbindlichsten Dank, Holmes. Und wo finden wir diesen Händler? Seid doch vorsichtig, ihr Trottel. Das Geschäft von Harding Brothers befindet sich in Kensington. Und wie Sie feststellen werden, hat uns unser kleiner Spaziergang durch die Straßen Londons ganz zufällig bis vor die Tür dieses Geschäfts geführt. Wenn irgendwas kaputt geht, kriegt ihr das vom Lohn abgezogen. Sie sind unglaublich. Ich weiß, Watson. Ich weiß. Entschuldigen Sie, Sir. Könnten Sie uns sagen, wo wir den Geschäftsführer von Harding Brothers finden? Ja, Sir, das kann ich. Sie finden ihn hier an Ort und Stelle. Thomas Harding. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich ermittle in einem Mordfall, der sich heute im Hause eines Ihrer Kunden, Mr. Horace Harker, zugetragen hat. Ich hab's schon in der Zeitung gelesen. Irgend so ein Wahnsinniger, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich. Nun, Mr. Harding, wir vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Mord und einer Gipsbüste, die Mr. Harker vor geraumer Zeit bei Ihnen erstanden hat. Ja, der Napoleon. Das stand auch in dem Bericht. Mr. Garda von Garda und Co. war so freundlich, uns mitzuteilen, dass Sie neben der Napoleon-Büste, die Sie an Mr. Harker weiterverkauft haben, noch zwei weitere Napoleon-Büsten dieser Art von ihm erworben haben. Sie sind ja recht gut informiert, Mr. Holmes. Das ist mein Beruf, Mr. Harding. Hey, Giovanni, pass auf. Das ist ein Kunstwerk und keine Schweinehälfte. Mr. Harding, um herauszufinden, wer diesen Mord begangen hat, ist es ungemein wichtig für uns zu erfahren, was mit diesen weiteren zwei Büsten geschehen ist. Na, ich habe sie verkauft. Und an wen, wenn Sie die Frage gestatten? Keine Ahnung. Steht im Verkaufsbuch, vermute ich. Ach, würde es Ihnen sehr viel Umstände bereiten, darin für mich nachzuschlagen? Salvatore! Ja, Mr. Harding? Hol mir das Verkaufsbuch vom Tresen und bring es mir her. Jawohl, Mr. Harding. Sie beschäftigen erstaunlich viele Italiener in Ihrem Geschäft, Mr. Harding. Tja, was will man machen? Sind eben die billigsten Arbeitskräfte. Ich bin Geschäftsmann, Mr. Holmes. Da muss man rechnen. Hier, das Foto, Holmes. Danke, Watson. Sagen Sie, Mr. Harding, haben Sie den Mann auf dieser Fotografie vielleicht schon einmal gesehen? Nee, ganz bestimmt nicht. So eine Visage hätte ich mir gemerkt. Bitte, Mr. Harding, hier ist er. Danke. Und jetzt hilft Giovanni weiter beim Entladen. Natürlich, Mr. Harding. Also, da haben wir es ja. Ein Napoleon ging an Mr. Harker, wie Sie ja wissen. Der zweite an Mr. Josiah Brown, La Burnham Villa. Und der dritte an einen Mr. Sandford in der Lower Grove Road in Reading. Schreiben Sie mit, Watson? Ja. Vielen Dank, Mr. Harding. Jetzt werden wir Sie nicht weiter belästigen. Viel Erfolg, Mr. Holmes. Danke. Kommen Sie, Watson. Es gibt einiges zu tun. Ja. Vor allem sollten wir so schnell wie möglich Inspektor des Kranken informieren, damit seine Leute diesen Beppo suchen können. Immer mit der Ruhe, Watson. Wir werden Inspektor Lestrade schon zu seinem Täter führen. Aber vorher sollten wir noch ein paar Rätsel dieses Falles lösen. Finden Sie nicht? Und? Wie machen wir das? Nun, in erster Linie werde ich das wohl machen. Ich schlage vor, dass wir jetzt nach Hause fahren. Und während Sie freundlicherweise Inspektor Lestrade informieren lassen, dass er sich bitte heute Abend um 10 an der Hammersmith Bridge einfinden soll, werde ich ein paar Nachforschungen in alten Unterlagen anstellen. Nun gut. Und dann? Und dann, Watson, legen Sie sich am besten für ein paar Stunden schlafen. Es wird eine anstrengende Nacht werden. Und ich weiß ja, wie ungehalten Sie reagieren, wenn man Ihren Schlaf stört.
Die Informationspolitik meines Freundes Sherlock Holmes darf ich mit Fug und Recht als katastrophal bezeichnen. Es zählte zu seinen wirklich negativen Eigenschaften, seine Mitmenschen völlig im Dunkeln über einen Fall zu lassen, ehe er ihn nicht selbst im allerklarsten Licht sah. Als wir nach unserem Besuch bei Harding Brothers in der Baker Street zurückkehrten, versenkte Holmes sich sofort in das Studium alter Zeitungen, so dass unser Wohnzimmer binnen einer Stunde aussah wie das Lager eines Altpapierhändlers. Auf meine, angesichts dieses Chaos durchaus berechtigte Frage, wonach er denn suche, erhielt ich keine Antwort. Wie so häufig, wenn Holmes sich in die Welt seiner Gedanken zurückgezogen hatte. Also tat ich das Beste, was ich tun konnte. Ich griff Holmes Anregung auf und legte mich schlafen. Bis wir um kurz vor 10 gemeinsam zu Hammersmith Bridge fuhren, wo Inspektor Lestrade uns bereits höchst ungeduldig erwartete. Mr. Holmes, warum müssen wir uns ausgerechnet hier treffen? Hätte es ein gemütliches Dinner nicht auch getan? Guten Abend, Inspektor Lestrade. Ja, Holmes, ich persönlich würde jetzt auch gerne erfahren, warum wir uns zu dieser nachtschlafenden Zeit hier in dieser Kälte treffen müssen. Sie werden Ihre Erklärung sofort bekommen, meine Herren. Wenn Sie jetzt allerdings erstmal so freundlich wären, mir zu folgen. Und wohin? Zu dieser Villa dort vorne. Oder präziser zu den Bäumen vor der Villa. Und wozu? Um Ihren Mörder zu fangen, verehrter Inspektor. Holmes, ich fürchte, diesmal sind Sie auf dem Holzweg. Wir haben nämlich herausgefunden, wer der Ermordete von heute Morgen ist. Ein Italiener namens Pietro Vinucci. Interessant. Einer unserer Inspektoren, Inspektor Hill, ist Experte für das Italienviertel. Und der hat herausgefunden, dass dieser Vinucci wohl häufiger mal für die Mafia gearbeitet hat. Wahrscheinlich sollte er den anderen Kerl auf der Fotografie im Auftrag der Mafia umlegen, ist ihm gefolgt und hat auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Als er mit der Büste unter dem Arm aus dem Haus von Mr. Harker kam, hat Vinucci ihn angegriffen und bei dem folgenden Handgemenge dann den Kürzeren gezogen. Nein, nein, Holmes. Ich bin mir sicher, dass wir unseren Täter irgendwo im Italienerviertel finden, aber ganz bestimmt nicht hier in Chiswick. Sie sind sehr dicht dran, mein lieber Inspektor, sehr dicht, aber noch nicht ganz an der Wahrheit. Wie erklären Sie mit Ihrer Theorie zum Beispiel die zerstörten Napoleon-Büsten? Ach, die Büsten, das ist doch völlig nebensächlich. So bitte sehr, meine Herren. Hier sollten wir uns jetzt auf die Lauer legen. Auf was lauern wir denn, Holmes? Watson, benutzen Sie doch bitte Ihre Augen. Was steht da auf dem Schild? Laburnum Villa. Und wir haben heute erfahren, dass sich was in dieser Villa befindet? Eine der Napoleon-Büsten. Holmes, was soll das denn mit den Büsten? Das ist doch vollkommen belanglos. Einbruch, leichter Diebstahl. Uns muss der Mord interessieren. Ich bin überzeugt davon, dass wir unseren Mann im Italienerviertel finden. Sind wir uns darüber einig, verehrter Inspektor, dass es sich bei dem Mörder von Mr. Vinucci und dem Zerstörer der Napoleon-Büsten um die gleiche Person handelt? Natürlich. Nämlich den Mann auf der Fotografie, die Mr. Vinucci bei sich trug. Nun, dann macht es doch Sinn, ihm dabei aufzulauern, wenn er dem nächsten Napoleon zu Leibe rückt. Oder? Übrigens, Inspektor, unser Mann heißt, wie wir heute herausfinden konnten, Beppo, Nachname unbekannt, ein Italiener. Er hat sowohl beim Hersteller der Napoleon-Büsten, der Firma Gerda & Co., als auch im Geschäft von Mr. Morse gearbeitet und saß bis vor kurzem wegen einer Messerstecherei im Gefängnis. Und das sagen Sie mir jetzt erst? Ich muss sofort eine Großfahndung im Italienerviertel einleiten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber das Italienerviertel ist groß, Inspektor. Ich ziehe es vor, hier auf ihn zu warten. Und warum sollte er ausgerechnet heute Nacht hier auftauchen? Weil sich, wie Dr. Watson es bereits gerade sagte, eine weitere Napoleon-Büste in dieser Villa befindet. Wie in vielen anderen Villen Londons auch. Das ist richtig. Aber die bisher zerstörten 4 Büsten gehören zu einer Fertigungsreihe von insgesamt 6 Duplikaten, wie wir heute herausfinden konnten. Und eine der noch verbliebenen 2 Büsten befindet sich in dieser Villa. Aber es ist doch gar nicht gesagt, dass er weitermacht mit den Napoleons, nach dem, was heute Nacht passiert ist. Außerdem, selbst wenn er weitermacht, warum sollte er sich zuerst um die Büste in dieser Villa hier kümmern und nicht um die andere? Und warum ausgerechnet heute Nacht? Zunächst einmal bin ich überzeugt davon, dass er weitermacht, bis er alle 6 Napoleons in den Fingern hatte. Und ich denke,
dass die Geschehnisse der vergangenen Nacht eher dazu führen werden, dass er sich mit seinem Vorhaben beeilt. Und, Lestrade, um schließlich Ihre letzte Frage zu beantworten, ich glaube, dass er sich zuerst diese Büste hier vornehmen wird, weil unser Mann in London wohnt und Chiswick für ihn deshalb schlicht näher ist als Reading, wo sich die andere Büste befindet. Einen Augenblick, Holmes, einen Augenblick. Woher wollen Sie wissen, dass dieser Beppo die Adressen der anderen Käufer kennt? Eine gute Frage, Watson. Aus dem einfachen Grund, dass es für uns auch keine Schwierigkeit war, sie zu erfahren. Mr. Harding ist sehr freigebig mit Informationen über seine Kunden. Erinnern Sie sich? Er ließ den Arbeiter das Verkaufsbuch vom Tresen holen. Es scheint also jeder freien Zugang dazu zu haben. Außerdem arbeiten viele Italiener in seinem Geschäft. Es durfte für Beppo ein leichtes gewesen sein, einen seiner Landsleute um den Gefallen zu bitten, ihm die gewünschte Information zu beschaffen. Der Beweis dafür ist, dass er gestern Nacht bei Mr. Harker eingebrochen ist. Und wenn er wusste, dass Mr. Harker eine der Büsten besitzt, ist es unwahrscheinlich, dass er nicht auch die Besitzer der verbliebenen Büsten kennt. Da! Sehen Sie! Na also, ich wusste es doch. Unfassbar! Eindeutig der Kerl von der Fotografie. Und er scheint einige Übung zu haben. Das Schloss hatte geknackt, als wäre es nie verschlossen gewesen. Meine Güte, Holmes, wir müssen eingreifen. Stellen Sie sich vor, einer der Hausbewohner wird jetzt wach und überrascht ihn. Der Kerl ist doch zu allem imstande. Beruhigen Sie sich, Watson. Während Sie heute Nachmittag geschlafen haben, war ich so frei, Mr. Brown in der Laburnum-Villa aufzusuchen, ihn über die Sachlage zu informieren, um ihm zu raten, sich heute Nacht mit seiner Familie eine andere Unterkunft zu suchen. Ach so. Ich hielt es zwar für unwahrscheinlich, dass ihm etwas passieren könnte, wollte aber jedes Risiko ausschließen. Immerhin hat Beppo in der Tat bewiesen, dass sich seine Gewalttätigkeit nicht nur auf Gipsbüsten bezieht. Allerdings. Er kommt wieder raus. Sehen Sie da, er hat die Büste. Wo geht er denn hin? Zur Laterne, Inspektor. Er hat sie auf den Boden geworfen. Was macht er denn da mit den Scherben? Meine Herren, das ist, denke ich, der Augenblick, in dem wir zur Tat schreiten sollten. Natürlich, ich schleiche mich von rechts ran. Sie von links, Holmes. Los. Und was mache ich? Sie bleiben hier, Watson. Scotland Yard, Sie sind verhaftet. Och, borke Miserie. Halt, stehen bleiben. Watson, passen Sie auf, er kommt zu Ihnen. Ich habe ihn. Gut gemacht, Watson. Sie sind verhaftet. Aber, Signor Sergeante, ich habe nichts getan. Wir haben gesehen, was Sie alles nicht getan haben, Mr. Beppo. Warum haben Sie die Büste zerbrochen? Es war ein Unfall. Und der Mord an Pietro Vinucci und die anderen Büsten waren auch alles Unfälle, was? Aber, Signore, ich schwöre, ich bin völlig unschuldig. Das wird der Richter entscheiden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin Ihnen wieder mal zu dankbar. Nicht doch, Inspektor. Sie wissen, ich helfe gerne. Übrigens würde ich mich freuen, wenn Sie uns morgen Mittag zum Lunch die Ehre geben würden. Gerne. Und jetzt werde ich diesen Kerl hier erstmal zur Wache schaffen. Los geht's. Beweg dich. Sie machen einen Fehler, Signore. Oh, drohen will er mir auch noch. Gute Nacht, meine Herren. Gute Nacht, Inspektor. Gute Nacht, Inspektor. Ach, na Holmes, wie ein sensibler Künstler wirkte dieser Kerl gerade auf mich nicht. Da haben Sie wohl diesmal ein wenig daneben gelegen. Wer weiß, Watson. Aber Holmes, jetzt reden Sie schon. Was hat es mit diesen Büsten auf sich? Üben Sie sich in Geduld, Watson. Bis morgen Mittag. Dann werden sich alle Rätsel lösen. Ja, Holmes, Sie sind wirklich ein alter Geheimniskrämer. Cheers. Hat es Ihnen geschmeckt, Inspektor? Ausgezeichnet, Mr. Holmes. Ihre Mrs. Hudson hat sich wieder einmal selbst übertroffen. Sie wird sich sicher über dieses Kompliment freuen. Sagen Sie, Inspektor, hat dieser Beppo inzwischen gestanden? Leider nicht. Aus dem Kerl ist einfach nichts herauszubekommen. Aber wir haben inzwischen herausgefunden, warum er gesessen hat. Wegen einer Messerstecherei, dachte ich. Ja, aber mit wem, Dr. Watson? Mit niemandem anderem als mit dem ermordeten Pietro Vinucci.
Interessant. Es scheint also immer wahrscheinlicher, dass es sich bei der ganzen Sache um eine Rachegeschichte handelt. Mein Kollege Inspektor Hill versucht, seine Kontakte ins Italienerviertel spielen zu lassen, aber das Einzige, was er bis jetzt herausbekommen hat, ist, dass dieser Beppo mal ein sehr begabter Bildhauer gewesen sein muss, der dann aber irgendwie auf die schiefe Bahn geraten ist. Holmes, Sie werden am Ende doch wohl nicht recht behalten mit Ihrer Theorie der sensiblen Künstlerseele. Warten Sie es ab, Watson, warten Sie es ab. Was? Theorie der sensiblen Künstlerseele? Wären die Herren vielleicht so freundlich, mich aufzuklären? Gleich, verehrter Herr Inspektor. Jetzt sollten wir uns allerdings zunächst einer wichtigeren Angelegenheit zuwenden. Erwarten wir denn jemanden? Vor allem erwarten wir etwas, mein lieber Watson. Herein! Guten Tag, meine Herren. Bin ich hier richtig bei Mr. Sherlock Holmes? Das sind Sie. Mr. Sanford aus Reading, vermute ich. Ja, Sir. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung, aber die Züge fuhren wieder mal fürchterlich. Das kenne ich nur zu gut, Mr. Sanford. Gehe ich recht in der Annahme, dass sich in dieser Tasche der Gegenstand befindet, um den ich Sie in meinem Brief gebeten habe? Ach so, natürlich. Hier, bitte sehr. Hier, die Napoleon-Büste. Und hier sind Ihre 10 Pfund, wie ausgemacht. Danke. Woher wussten Sie eigentlich, dass ich so ein Ding besitze? Mr. Harding von Harding Brothers war so freundlich, mir zu sagen, dass er Ihnen seine letzte Kopie verkauft hat und mir Ihre Adresse mitzuteilen. Aha. Und hat Mr. Harding Ihnen auch gesagt, wie viel ich dafür bezahlt habe? Nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Nun, Mr. Holmes, ich mag zwar kein besonders reicher Mann sein, aber dafür bin ich ein sehr ehrlicher Mann. Darum halte ich es für meine Pflicht, Ihnen zu sagen, dass ich für diese Napoleon-Büste 15 Schilling bezahlt habe. Ich denke, das sollten Sie wissen, ehe ich diese 10 Pfund dafür von Ihnen bekomme. Ihre Ehrlichkeit ehrt Sie, Mr. Sanford. Sie sollten sie sich bewahren. Es gibt heutzutage immer weniger davon. Aber ich habe Ihnen in meinem Brief 10 Pfund geboten und dabei bleibt es. Dankeschön, Mr. Holmes. Na, dann bleibt mir wohl nur noch, Ihnen viel Vergnügen damit zu wünschen. Danke, Mr. Sanford. Das gedenken wir zu haben. Schönen Tag noch, die Herren. Auf Wiedersehen, Mr. Sanford. Schönen Tag. Mr. Holmes, lassen Ihnen diese Büsten doch immer keine Ruhe? Verehrter Inspektor Lestrade, diese Büsten sind der Schlüssel zur Lösung dieses Falls. Aber wir haben doch schon unseren Mörder. Ja, aber Sie wissen immer noch nicht, warum der Mord begangen wurde. Das werden wir schon noch rausfinden. Nicht, wenn Sie weiterhin die Napoleon-Büsten vernachlässigen. Also schön, Holmes, dann erzählen Sie schon, was hat es mit diesen Büsten auf sich? Genau, Holmes. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter. Also gut, meine Herren, alle Rätsel lösen sich auf, wenn wir die Frage klären, warum dieser Beppo die Büsten zerstört hat. Nun, Watson, haben Sie da vielleicht eine Idee? Wegen seiner Künstlerseele. Ach, Watson, Sie lassen sich viel zu leicht aufs Glatteis führen. In unserem Beppo mag vielleicht eine Künstlerseele schlummern. Momentan ist er jedoch eindeutig ein ausgekochter Verbrecher mit sehr pragmatischen Beweggründen. Nein, Watson, Beppo hat in diesen Büsten etwas gesucht. Und wie kommen Sie darauf? Rufen Sie sich bitte ins Gedächtnis, dass Beppo die Büste von Mr. Harker erst bis zur beleuchteten Straße geschleppt hat, ehe er sie zerschmetterte. Und gestern Abend, als er mit seinem Diebesgut aus der Laburnum-Villa kam, führte ihn sein Weg ebenfalls direkt zur Laterne. Das heißt, Beppo brauchte Licht, um die Scherben zu untersuchen. Erinnern Sie sich, dass er gerade dabei war, die Scherben des 5. Napoleon genauestens in Augenschein zu nehmen, als wir ihn verhaftet haben? Was hat er gesucht? Eine gute Frage, Watson. Finden wir es heraus? Da Beppo 5 der Büsten aus der Napoleon-Serie bereits zerstört und nichts gefunden hat, ist es eine naheliegende Annahme, dass sich das Gesuchte in dieser letzten Napoleon-Büste befindet, die Mr. Sanford uns ja freundlicherweise soeben überlassen hat. Holmes, was machen Sie da, Holmes? Ich mache Beppos Arbeit, Watson. Ach, Holmes, Mrs. Hudson hat doch gerade erst aufgeräumt. Was ist denn das? Was denn? Da, dieses runde schwarze Ding. Dieses runde schwarze Ding, das sich in dieser Napoleon-Büste befunden hat, meine Herren,
ist nichts anderes als die berühmte schwarze Perle der Borgias. Ach nein. Doch, Inspektor. Diese Perle wurde vor einem Jahr hier in London dem Prinzen von Kalona aus dem Darker Hotel gestohlen. Ich war so frei, diese Ereignisse in den Zeitungen des vergangenen Jahres nachzulesen, während Sie gestern Ihren Nachtschlaf nachgeholt haben. Nun ja. Sie erinnern sich sicherlich an die Sensation, die die Presse damals aus dem Verschwinden dieses Juwels gemacht hat, nicht wahr, meine Herren? Ich erinnere mich nur zu gut. Es war eine fürchterliche Blamage für Scotland Yard, dass wir dieses Verbrechen nicht aufklären konnten. Aber sagen Sie, Holmes, woher wusste denn dieser Beppo davon, dass die Perle in einem der Napoleons ist? Weil er sie dort versteckt hat, mein lieber Watson. Und wie ist er an die Perle gekommen? Also entschuldigen Sie, Mr. Holmes, aber da komme ich langsam nicht mehr mit. Gut, Inspektor, dann werde ich mich bemühen, die Ereignisse auch für Sie verständlich darzustellen. Die Perle der Borgias wurde im letzten Jahr in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai gestohlen. Verdächtigt wurde zunächst das italienische Zimmermädchen, dem man allerdings nichts nachweisen konnte. Ihr Name war Lucrezia Venucci. Venucci? Aber so heißt doch auch der Ermordete. In der Tat, Inspektor. Ich bin mir sicher, dass es sich bei Pietro Venucci um einen engen Verwandten des Zimmermädchens handelt. Und dass sie die Perle in seinem Auftrag gestohlen und sofort nach dem Diebstahl an sich genommen hat. Aus irgendeinem Grund hat Beppo davon erfahren, oder vielleicht hatte er den Diebstahl sogar zusammen mit diesem Venucci geplant. Dann gerieten sich die beiden in die Haare über die Beute und es kam zu einer Messerstecherei. Und als Beppo am 20. Mai während seiner Arbeit bei Gerda und Co. verhaftet wurde, hatte er gerade noch genug Zeit, die Perle, die er bei sich trug, in den Gips einer der am Vortag gefertigten und noch nicht ganz ausgehärteten Napoleonbüsten hineinzudrücken und sie so vor allen zu verstecken. Mr. Holmes, ich bin beeindruckt. Danke, Inspektor. Und als er dann aus dem Gefängnis herauskam, hat er recherchiert, wo sich die Büsten aus der betreffenden Fertigungsreihe befinden, um an die Perle heranzukommen. Genau. Leider war ihm Mr. Venucci dabei auf den Fersen. Und als er ihn vor Mr. Harkers Haus zur Rede stellen wollte, kam es dann zum Äußersten. Einen Augenblick. Einen Augenblick, Holmes. Wenn die beiden sich kannten, warum hatte dieser Venucci dann eine Fotografie von Beppo bei sich? Um nach ihm zu suchen, Watson, genau wie wir. Als Venucci hörte, dass Beppo das Gefängnis verlassen hatte, hat er sich wahrscheinlich gleich auf die Suche nach ihm gemacht und dabei mit Hilfe der Fotografie Leute nach ihm gefragt. Grandios, Mr. Holmes. Einfach unglaublich. Ich habe Sie nun wirklich eine ganze Menge Fälle lösen sehen, aber das hier ist wahrlich ein handwerkliches Meisterstück. Ich hoffe, Scotland Yard wird nicht eifersüchtig auf mich, Inspektor. Ich bitte Sie, Mr. Holmes, jeder Mann dort wird Ihnen die Hand schütteln wollen, wenn ich das erzähle. Und zwar vom ältesten Inspektor bis zum jüngsten Constable. Meine Herren, ich hoffe, Sie entschuldigen, wenn ich mich sofort aufmache, um diese Neuigkeit loszuwerden. Die Perle der Borgias, einfach unglaublich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Inspektor. Auf Wiedersehen, Inspektor. Cheers. Cheers. Was? Cheers. Holmes, sagen Sie, Holmes, wie machen Sie das immer wieder? Ich benutze meinen Verstand, Watson. Cogito, ergo sum. Ich denke, also bin ich. Descartes. Gut, Watson. Nehmen Sie sich das zu Herzen.